Plan, was ist? So, willkommen zurück zu Oblivion. Ah. Oh, der Ring hat hier oben noch schön aus. Was hatten wir getan? Wir waren in der Arena. Okay, in der Arena. Ich glaube, ich werde hier... Nee, das war nicht das Richtige. Das ist auch nicht das Richtige. Worauf das wartet ihr? Ich weiß, dass ihr bei... Wir werden jetzt einfach weiter gegen verprügelt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Ränge es hier in der Arena gibt. Der Krieger. Na, wo steht denn das? Dunkle Bruderschaft, Kämpfer gegen den Meister. Ohaha, ich bin überall. Klingen Ritterbruder, keine Ahnung. Myrmidon. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber, solange es uns Ruhm und Ehre bringt, werden wir das hier machen. Vor allem, wenn wir das einfach so spielend machen können. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ja, ihr kamt, um einen Kampf zu sehen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, für die Behandlung so ein Riesenspektakel. Doch Worte sind etwas für Schwächlinge. Ihr wollt Blut? Schließt die Tore. Dann öffnet die Tore. Komm her, Mr. Vulkan, der Spasti. Also, ich kenne ihn nur. Die will es, glaube ich, sein. Oh ja. Der Erd ist voll. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena. König, und soll ich ihn umbringen Ruhe oder nicht? Ihr habt es euch verdient. Unentschlossen. Na, dann gehen wir einfach wieder. Ach, tut das so gut. Ein bisschen Oblivion sein. Das ist schön, wenn man einfach so OP ist, dass einem nichts mehr irgendwas antun kann. So fucking OP. Altmer! Ihr schneidet durch das gelbe Team wie das Messer durchs Krebmus. Oh, noch ein Kampf und ihr werdet zum Krieger erhoben. Ja, dann bin ich endlich Krieger. Der nächste Gegner ist ein Ork mit einer normalen Axt. Er trägt schwere Kleidung und er sieht ziemlich ausgeruht. Ein Ork, so ein Loser. Orks sind doch, glaube ich, der größten Deppen, wo es gibt. Mit denen würde ich keine Probleme haben. Damit ich einfach noch nichts tun muss. Diese Schmerzen. Ihr Leute der Kaiserstadt. Es ist doch schön, endlich mal wieder zu gewinnen. Um das so zu sagen. Ich spiele immer Schmeid. 3 gegen 3. Seht nun, wie diese irgendwie beiden haben wir da in letzter Zeit keinen einen Kampf auf keinen Leben und Tod stürzen. An die das ist vielleicht auch daran, dass unsere Auswahlmöglichkeiten immer relativ eingeschränkt sind, da Nox permanent Herkules spielt. Und Herkules irgendwie... Okay, gut, ich halt selbst. Und Herkules halt in 3 gegen 3. Wer wird mich nie besiegen? Ihr seid jetzt ein Sieg. Ja, ich bin bereit für dich. Ich weiß. Manchmal würde ich auch ganz gerne die ganze Nacht kämpfen lassen. Aber die Oh, ernsthaft? Ich hab sie genug verprügelt. Dann wird es Zeit, meinen anderen Scheiß wieder anzuziehen. Ja. Schmeid. Wir würden uns freuen, mit euch zu spielen. Und... Ja, ganz genau. Das ist genau das Wahre. Stimmt, ich hätte mir noch den Scheiß mit Chamäleon an. Hatte ich nicht Chamäleon drauf? Überall, oder? Stüfel. ja, nee. Sollte ich, glaube ich, irgendwas anderes nehmen. Heißt diese vermaledeiten Stiefel. Der Chamäleon. Der Chamäleon geht mir tierisch auf den Sack. Tierisch auf den Sack. Ich meine, ich sehe nicht, was ich tue. Niemand anders sieht, was ich tue. Das ist schon nervig. Sie sich aber da ich diese Stiefel diese jetzt erstmal habe. Mal gucken, was kann ich ablegen.
Warum habe ich das immer noch mit dabei? Und das? Naja, dann werde ich erstmal in Mahut reisen. Mahut. Mahquip. Oh yeah. Das Schild. Dann werde ich den Schild ablegen. Dann werde ich vielleicht irgendwas anderes einsacken. Ah. Oh, neblig. Nice. Goldbrand. Umbra. Achso, das war's. Das waren die beiden Waffen, die ich habe. Okay, es reicht. Es reicht, um Faces zu melden. Ja, ich bin wie ein Ninja auf dem Schlachtfeld. Wie ein Ninja. So, motherfucking sneaky. Beziehungsweise unsichtbar. Nicht sneaky, sondern unsichtbar. Dänisches Langschwert. Ach, das habe ich auch noch. Sweet. Das kann weg, das kann weg. Was habe ich hier noch so dabei? Nichts. Ah, ich kann Zeug reparieren. Reparieren wir Zeug. Und dann werden wir mal zu Martin Septim vorbeischauen und schauen, was mit dem so abgeht. Der mir jetzt seine Rüstung holt. Und theoretisch bewegen wir uns hier auf das Ende des Games zu. Auf das Ende des Games. Und dann müsste theoretisch noch die riesige Schlacht kommen, bei der uns Martin nicht Wetterli. Hä? Was haben wir denn jetzt für eine Quest? Achso, naja, okay. Spreche ich halt mit den Spacken darüber. Die werden es mir danken, dass ich sie nicht umgebracht habe. Ach nee, ihr Vater war ein Dieb, oder? Ja, und hat das Ding gestohlen und ich habe es zurückgegeben und dafür habe ich das Schild bekommen. Oh, ihr armen kleinen Kinders. Ah, Tee. Was gibt es Besseres an einem Vormittag als Tee? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Mein Vater war ein großer Mann. Nicht. Wie ist mit dir? Ihr habt mir etwas über meinen... Mir ja, fehlen die Worte. Ich habe bereits gehört, dass die Ehrenklinge sich wieder im Schloss von Koroll befindet und das Wappen von Koroll in... Mein Vater hat uns erzählt, er habe etwas für uns versteckt, um uns für die Zukunft abzusichern. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es das ist. Tja, und ihr habt es mir gegeben und ich habe es mir leid. Zwar, ich möchte euch dieses Erinnerungsstück anvertrauen. Ja. Bitte. Mein Vater gab es mir, als ich noch ein Junge war. Dämlicher Armer. Ich finde, es steht euch zu. Als dieses dämliche Haus. Hab nochmals Dank, Mann. Oh, vier große Seelensteine. Ehre passt zu euch. Das werde ich mit denen machen. Mögen eure Reisen immer sicher ver... Ja, ja, meine Reisen immer sicher. So, Karte. Dann auf zu Martin. Ey, yo, Martino. Daylight comes and he won't wanna go home. Ich hab dieses... Ah, doch da. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Was, wo habe ich denn hier meine dämlichen Waffen-Slots draufgebracht? Dann mache ich das halt auf die 3. Okay? 3. Ist das hier auf der 4? Okay. So fügt sich alles zu einem großen Ganzen zusammen. Hier im Herzteam. Ich fürchte, ich mache nur langsam Fortschritte mit dem Mysterium Xaxis. Ich dachte, du bist fertig. Mir ist jetzt klar, dass ich die Invasion aus Oblivion einzig und allein... Ja, Kaiser, das wussten wir schon Amulett, vorher. Solange die Drachenfeuer... Doch die Drachenfeuer können nur von einem Nachkommen... Darauf bleiben die Fenster. Wir müssen das Amulett der Könige zurück. Ja, hast du. Durch meine Adern mag das Blut der Septime fließen, aber ihr habt die Seele eines Helden. Die Rüstung von Tiber Septim selbst. Joffrey wird erstaunt sein. Ihr könnt Joffrey versichern, dass ich die Rüstung nicht zerstören werde. Alles, was ich brauche, sind ein paar Spuren. Wenn es um Reliquien von Tiber Septim geht, sind die Klingen mindestens so.
Während eurer Abwesenheit habe ich Fortschritte beim Entschlüsseln des Rituals des Mysteriums Xaxis gemacht. Als drittes brauchen wir einen großen Welkinstein. Vielleicht habt ihr schon mal kleinere Welkinsteine gesehen. Sie sind in Eileiden-Ruinen häufig zu finden. Ein großer Welkinstein wird allerdings nicht leicht aufzutreiben sein. Ich bring's dir. Sie wurden wegen ihres hohen Wertes, den sie für Magier und Okkultisten haben, im Lauf der Jahre einer nach dem anderen gestohlen. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem sich noch einer befinden soll. Die Ruinen der Eileidenstadt Miskarkant. Dort haben viele auf der Suche nach diesem großen Stein ihr Verderben gefunden. Da uns aber nur ein großer Stein nützt, muss euch gelingen, woran alle anderen gescheitert sind. Ja. Erzählt mir von Miskarkant. Die Hauptstadt eines der alten Eileiden-Königreiche, die vor dem Auftauchen der Menschen in Cyrodiil blühten und gediehen. Die Ruinen sollen noch immer von dem rachedurstigen Geist ihres letzten Königs heimgesucht werden. Auf jeden Fall ist dies kein Ort, den man leichten Herzens betritt. Seid vorsichtig. Wo ist denn das? Miskarkant ist eine der größten Eileiden-Ruinen. Vielleicht hilft euch das Buch Ruhm und Wehklage in den Ruinen der Eileiden. Habe ich das Ding jetzt schon eingezeichnet auf meiner Map? Karte, ach da. Na dann, auf zu. Ach, ich kann von diesem Ort aus nicht. Vorsichtig, das ist mir egal. Den Scheißbuch. Ich brauche den Kackbuch nicht. Ich bin Gott. Nicht Kanye West Gott, aber Gott. Also, in dieser Welt bin ich so mächtig wie ein Gott. Dank meiner ostigen Rüstung und meiner mächtigen Waffen kann mich nichts und niemand mehr aufhalten. Unter einem der anderen Oblivion-Parts hat jemand gefragt, ob ich einen Facecam mache, aber nein, sowas gibt's nicht, sowas wird's nie geben. Ich möchte niemanden dieses Abbild der Scheußlichkeit zutrauen. Es reicht schon, wenn ihr euch dieses Gameplay anschauen müsst. Ist das da ein Oblivion-Turm? Ist das ein Oblivion-Turm? Oder was brennt da? Da brennt was. Hier ist nur ein Baum. Oh, Baum. Why are you burning? Way. Naja, egal. Ja, wie gesagt, keine Feste. Oder wenn euch die Argumentation, dass ich hässlich bin, nicht gefällt, dann kann ich auch sagen, ich möchte euch nicht von meiner Schönheit blenden. Also die Argumentation geht auch noch. Aber auf jeden Fall kein Facecam. Außerdem ist das immer so aufwendig. Ach, da müsste ich mein Gesicht noch aufnehmen. Da müsste ich das da noch irgendwie reinbasteln. Und es ist jetzt schon nervig, dass diese ganzen Parts so unglaublich riesig sind und so lange brauchen, um zum Hochladen. Und wenn ich da auch noch mein Gesicht mit drauf habe, dann wird das so dreimal so groß. Dann kriege ich überhaupt keinen Oblivion-Part mehr hochgeladen. Das wäre schon ziemlich dramatisch. So, das sind nicht die Ruinen, das ist ein Kackdorf. Haben wir nicht auch schon mal? Waren die nicht auch irgendwie alle tot oder so? Diese ganzen Dörfer immer. Ja, gefunden. Shit, komm. Okay, waren wir hier jetzt noch nicht. Trotzdem alle tot. Convenient, würde ich sagen. Very convenient. So, Grundpunkt. Hat mein Dingenstein eigentlich eine Ladung? Jetzt mal so gefragt. Ja, das muss ja immer mal auf der Hut sein. Immer mal schauen. Nicht, dass ich plötzlich alle meine... das hat eine Seelenstufe. Okay. Nicht, dass ich alle meine Waffen entleere und dann habe ich keinen Seelenstein mehr, um sie aufzufüllen. Voll gegeben, Bär. Voll gegeben. Snatched. Das Z. Was macht das Z da? Dann zieh ich das gleich mal. Ah, ich bin schon ganz gespannt, was für spannende Abenteuer wir diesmal in den tollen Ruinen erleben werden. Das wird bestimmt so krass. So fucking krass. Jetzt werden die Ohren wegfliegen. Mindestens. Eine schicke Statue. Ist die von mir? Glaube nicht. Ist sie sehr wunderschön. Reich wird geladen. Meinetwegen. Upp. Oh, ein Fass. Hey, ein Spast. Hey, Spast. Upp. Auch
noch nicht. Ich werde, das war ein guter. Ich werde, hätte eigentlich mit uns reden wollen. Wir können ja auch mal in Super Sneaky Mode gehen. Und dann fühlen wir uns mächtig. Was sind denn der Eingang zu dem scheiß Ruin? Eingang? Ja, du. Schade, dass es hier keine dämliche Rolle gibt, wenn man schleicht. Das wäre so viel angenehmer. Da können wir noch mal ein bisschen Speed voranschleichen. Wie in Skyrim. Skyrim. So, jetzt will ich auch voll die fette Action erleben.